Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Anwaltsbüro, Kallio? Du bist. Ich kann jetzt nicht reden. Nein, jetzt nicht. Ich rufe zurück. Moment! Ah, also doch jemand da. Ich wollte schon wieder gehen. Entschuldigen Sie, Herr Leumhu, dass ich nicht gleich geöffnet habe, aber das Telefon läutet am laufenden Band. Ja, aber das macht doch nichts. Na, wo steckt denn der Herr Rechtsanwalt? Er ist für eine Stunde außer Haus. Wenn Sie später noch mal vorbeikommen wollen... Oh, er wird sicher früher zurück sein. Wir sind nämlich um 13:30 verabredet. Oh, ist ja schon 17:30. Zigarette? Nein, danke. Darf ich? Bitte. Danke. Nimmt Kallio sie hart ran? Halb so schlimm. Das will ich ihm auch geraten haben. Er ist wirklich zu beneiden. Um was? Um Sie, Fräulein Lepiste. Aber Kallio hat ja keinen Blick für weibliche Schönheit. Ich fürchte, er wird doch auf sich warten lassen. Ich habe Zeit. Und ich hoffe, dass auch Sie mal Zeit haben. Für mich. Was machen Sie zum Beispiel morgen Abend? Was weiß ich? Fernsehen. Ich habe zwei Karten fürs Theater und weiß nicht, was ich mit der zweiten anfangen soll. Wollen Sie nicht mitkommen? Oh, verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Leumhu, aber... Oh, da ist jemand. Wer das wohl sein mag um diese Zeit? Guten Tag. Ist Kallio denn... Ach, hier steckst du also, mein Lieber. Ich habe vergeblich versucht, dich telefonisch zu erreichen. Und wo ist unser Advokat? Keine Ahnung. Der ist doch sonst immer so pünktlich. Ich bin um 13:30 verabredet mit ihm. Ja, ich auch. Er wollte mich unbedingt sprechen. Ach, aber was will er von uns? Als er mich vor einer Stunde anrief, redete er so wirres Zeug. Hat er dir gesagt, dass er in Lebensgefahr schwebt? Ja, genau. Dann hat er dich also auch angerufen. Ja, angeblich ist sein Leben bedroht. Er hat wohl einen von deinen Krimis gelesen. Hoffentlich. Aber Spaß beiseite. Er muss doch einen Grund haben für seine Geheimnistuerei. Eine Bombendrohung? Alastalo, du mit deiner Schriftstellerfantasie denkst immer gleich das Schlimmste. Aber seine Stimme, die klang so fremd. Fast so, als ob er sie absichtlich verstellte. Es könnte schon sein, dass er sich in Jux machen wollte. Besonders, da doch heute Montag ist. Ja, sicher. Heute muss er doch seine Feuerprobe bestehen. Na, wir werden ja sehen, welche Überraschung er für uns auf Lager hat. Er wird sich was ganz Besonderes ausgedacht haben. Aber vielleicht weiß Fräulein Lepiste etwas. Ich? Wieso ich? Bei aller Loyalität Ihrem Arbeitgeber gegenüber, uns können Sie sich doch anvertrauen, schönes Kind. Ich glaube nicht, dass Kallio ihr etwas gesagt hat. Mit so einer hübschen Sekretärin spricht er höchstens über Geschäftsangelegenheiten. Außerdem gehört Kallio erst seit kurzem zu unserem Club. Ich weiß nicht mal, wovon Sie reden. Was ist das für ein Club? Eigentlich nur ein ganz gewöhnlicher Debattierclub. Wenn diese Überraschungen nicht wären. Überraschungen?
die wir uns gegenseitig bereiten. Erinnern Sie sich noch an diesen Ventola, der unseren Freund Dr. Mattila umgebracht hat? Ja, die Geschichte stand ja in allen Zeitungen. Und Herr Kallio war damals... Richtig, der stellvertretende Vorsitzende, als Ventola verurteilt wurde. Ein hartes Urteil. Ventola hätte auf seinen Geisteszustand untersucht werden müssen, ehe man ihn zum Mörder stempelte. Wie auch immer, jedenfalls hing der Fall Ventola mit so einer Überraschung zusammen, mit einer Schnapsidee, die dieser Herr damals hatte. Oh, erinnere mich nicht. Angeblich heuerte er Ventola an, um seinen Onkel umzubringen. Und wir haben ihm fast geglaubt. Bedauerlicherweise nahm die Sache damals eine unglückliche Wendung. Dr. Mattila wurde wirklich von Ventola getötet. Na, also so bedauerlich war die Sache für dich freilich nicht. Der Krimi, den du über den Fall Ventola geschrieben hast, war ein Bombenerfolg. Aber ich glaube, wir halten Fräulein Lepistel von der Arbeit ab. Ich müsste tatsächlich noch ein paar eilige Sitzungsberichte ins Reine tippen. Mhm. Und die landen dann sicher in diesem Ungetüm von Schrank dort in der Ecke, den Callio von einer Tante geerbt hat und aus Pietätsgründen nicht hinauszuwerfen wagt. Pietät hin, Pietät her. Hast du gewusst, dass Callio heiraten will? Callio und heiraten? Willst du mich auf den Arm nehmen, Alastalo? Dieser eingefleischte Junggeselle vor dem Traualtar? Die Frau müsste erst noch gefunden werden. Es gibt sie schon. Nur den Namen wollte er noch nicht verraten. Na also, da haben wir seine Überraschung. Fräulein Lepistel, haben Sie gewusst, dass Callio eine Braut hat? Ja. Ist typisch. Frauen wissen eben immer mehr als wir. Und wissen Sie auch, wer die Bedauernswerte ist? Allerdings. Ich. Sie? Jetzt schlägt's aber 13. Also das ist in der Tat die Überraschung des Jahres. Gratuliere. Ja, ich auch. Viel Glück. Danke. Ich würde ja gerne auch noch dem angehenden Gemahl gratulieren, aber ich kann jetzt nicht länger warten. Wo ist übrigens Frau Pentile, Ihre Buchhalterin? Sie ist nach Tampere gefahren, zur Beerdigung ihres Vaters. Seltsam. Irgendwas stimmt da nicht. Wenn Callio uns mit seiner Heirat überraschen wollte, warum tat er dann am Telefon so, als ob sein Leben bedroht wäre? Und warum bestellt er uns beide zum selben Zeitpunkt hierher und lässt sich da nicht blicken? Vielleicht möchte er uns aus dem Weg haben, wenn er woanders die letzten Vorbereitungen trifft für seine große Überraschung. Dann könnte er jetzt in deiner Wohnung sein, denn unser nächstes Treffen findet ja bei dir statt. Ja, ist nicht ausgeschlossen. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass er erfahren möchte, was wir in seiner Abwesenheit über ihn sprechen. Wie wir uns verhalten, während er in Lebensgefahr schwebt. Ach, du meinst... Genau. Vielleicht ist er nebenan in seinem kleinen Beratungszimmer. Nein, da ist er nicht. Also, wenn er sich hier in seinem Büro versteckt hat, dann kommt eigentlich nur noch der Schrank. Ich werde ihn bitten, Sie anzurufen, Herr Leumu, wenn er kommt. Wenn er kommt? Wenn er nicht schon hier ist. Meine Herrschaften, darf ich vorstellen, Rechtsanwalt. Callio. Er ist tot. Es ist gut, Leute. Ihr könnt den Toten vortragen. Und du, Mirtin, untersuchst das Büro. Besonders die Papierkörbe. Du weißt schon. In Ordnung, Chef. Ein seltsamer Zufall, dass wir uns unter diesen Umständen wiedersehen. Nicht wahr, meine Herren? Das letzte Mal war es Dr. Mattila, der ermordet wurde. Und heute ist es Callio. Damals hatten Sie den Fall ja rasch aufgeklärt, Herr Kommissar. Das wird auch diesmal geschehen, Herr Alastalo. Die Leiche war also im Schrank. Wer hat sie gefunden? Leumo. Als er die Schranktür öffnete, fiel die Leiche raus. Oh, mein lieber Leumo. Was hatten Sie denn in Callios Schrank zu suchen? Ich glaubte, Callio hätte sich dort versteckt. Er hatte uns für 2:30 hierher bestellt. Als er sich nicht blicken ließ, da stellten wir uns vor,
dass er sich im Schrank versteckt haben könnte, um zu hören, was wir so über ihn reden. Na, komische Vorstellung. Sie müssen wissen, Herr Kommissar, dass wir uns gerne Streiche spielen. Sorgen haben die Leute. Heute war Kallio an der Reihe, sich was einfallen zu lassen. Uns zu überraschen durch irgendeinen Scherz. Aus dem Ernst wurde. Na, Myrtin, was gefunden? Noch nicht, Chef. Denk an die Papierkörbe. Ja, ja. Mensch, das haben wir ja ganz vergessen. Hören Sie, Herr Kommissar, Kallio hat Leume und mich angerufen und gesagt, dass er in Lebensgefahr schwebt. Und das verraten Sie erst jetzt? Ja, wir hielten es für einen schlechten Witz. Nicht zuletzt, weil er seine Stimme verstellt hatte. Sind Sie sicher, dass der Anrufer Kallio war? Wer sonst? Na, zum Beispiel der, der Kallio in den Schrank gesteckt hat. Ja, ich bin fündig geworden, Chef. Schauen Sie sich das mal an. Ja. Ein Brief. Ich sag's ja. Papierkörbe haben's in sich. An den Amtsrichter Heikki Kallio, Helsinki. Niemand kann seiner gerechten Strafe entgehen. Nichts kann verhindern, was geschehen wird. Sie selbst haben ihr Schicksal besiegelt. Ihre Tage sind gezählt. Und keine Unterschrift. Fräulein Lepistö, wussten Sie, dass Ihr Chef so einen Brief bekommen hat? Nein. Sie haben ihn zuletzt lebend gesehen. Wann war das? Als ich zum Mittagessen ging. Kurz nach 12. Und wann kamen Sie zurück? Um 14:45. Herr Kallio blieb also hier? Ja, er wartete auf einen Klienten. Myrtin, ja. Erkundige dich mal beim Hausmeister und den Nachbarn, ob sie jemanden gesehen haben, der zwischen 12 und 14:45 das Haus betreten hat. Ja, wird gemacht, Chef. Übrigens, da fällt mir ein, da hat doch jemand angerufen, kurz bevor ich gekommen bin. Das stimmt. Wer war das? Er hat seinen Namen nicht genannt. Wer nimmt hier sonst noch Anrufe entgegen? Frau Pentile, die Buchhalterin. Aber sie ist zurzeit in Tampere. Ihr Vater ist gestorben. Wie lange sind Sie schon Kallios Sekretärin? Erst seit einem Monat. Und wie kamen Sie mit ihm aus? Fräulein Lepistö und Kallio wollten heiraten. Fräulein Lepistö, fühlen Sie sich nicht wohl? Es ist nur... Es geht schon wieder. Herr Kommissar, ist die Anwesenheit von Fräulein Lepistö unbedingt erforderlich? Unter diesen Umständen natürlich nicht. Gehen Sie nach Haus und ruhen Sie sich aus, mein Kind. Wir geben Ihnen Bescheid, wenn wir Sie brauchen. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung. Auf Wiedersehen. Ein attraktives Mädchen. Und das bedeutet in den meisten Fällen Komplikationen. Doch zur Sache. Hat der Kallio Feinde? Nicht mehr als alle Rechtsanwälte. Eventuell auch ein paar mehr. Kallio war ein brillanter Jurist, der manchen hinter Gitter gebracht hat. Na, da haben Sie recht. Das kann auch dieser Ventola bestätigen, den Kallio zu lebenslänglich verurteilt hat. Kennen Sie Kallio schon lange? Ja, aber er war erst seit einem Monat Mitglied in unserem Club. Er hat den Platz von Mattila eingenommen. Das wissen ja von unserem Freund, der damals von Ventola ermordet wurde. Hallo? Ja, ich bin's. Packern. Wo? In Kallios Jackentasche? Lies vor. Nein, 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 das ist keine Überraschung. So einen haben wir hier schon. In Kallios Jacke steckte ebenfalls ein Drohbrief. Auch so einer? Fast. In dem Brief aus dem Papierkorb heißt der letzte Satz, Ihre Tage sind gezählt. Stattdessen steht in dem anderen, deshalb müssen Sie sterben. Guten Tag. Was geht denn hier vor? Guten Tag, Frau Pentile. Bitte setzen Sie sich doch. Frau Pentile, wir haben leider etwas betrübliche Nachrichten. Dies hier ist Kommissar Pakkanen von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja,
Ist denn ein Verbrechen geschehen? Wie Herr Alastaro schon andeutete, ist Herr Kallio... Was ist mit Heki? Mit Herrn Kallio? Ist er... Nein! Doch. Er wurde umgebracht. In dem Schrank dort hat man ihn gefunden. Aber das kann doch nicht sein. Nein. Oh, wer könnte denn sowas getan haben? Tja, das wissen wir auch noch nicht. Aber Sie können sicher sein, wir finden den Täter. Mein Gott, er ist tot. Ermordet. Ich weiß, dass Sie einen schweren Tag hinter sich haben. Ich möchte Sie nicht mit Fragen belästigen, aber... Fragen Sie, Herr Kommissar. Mir liegt sehr daran, dass der Mörder hinter Schloss und Riegel kommt. Wie ich erfahren habe, sind Sie gestern nach Tampere gefahren, Frau Pentele. Ja. Haben Sie vorher etwas Außergewöhnliches an Herrn Kallio bemerkt? Wirkte er nervös oder unruhig? Nein, eigentlich nicht. Wie lange arbeiten Sie schon in dieser Kanzlei? Etwa 4 Jahre. Eine Frage noch. Wer hat einen Schlüssel für dieses Büro? Soviel ich weiß, nur der Rechtsanwalt, Fräulein Lepistö und ich. Ja, das ist dann alles, Frau Pentele. Am besten, Sie gehen jetzt nach Haus. Ja, das denke ich auch. Auf Wiedersehen. Noch etwas, Frau Pentele. Ja? Wussten Sie, dass Herr Kallio heiraten wollte? Ja, das habe ich gewusst. Sonst noch etwas? Nein, Sie können gehen. Eine hübsche Frau. Aber ein böses Omen im schlimmsten Fall bedeutet das noch eine Leiche. Bedauernswerte Person. Sie war richtig erschüttert. Zu sehr erschüttert. Für meine Begriffe war das gespielt. Wissen Sie zufällig, wie Ihr Vater heißt? Ilmarie Holmquist. Aber ich würde Frau Pentele aus der Sache raushalten. Niemand wird rausgehalten, bis der Mörder gefasst ist. Hier, Packan, ich stelle fest, ob heute in Tampere ein Ilmarie Holmquist beerdigt wurde. Und ob seine Tochter Frau Pentile beim Begräbnis gewesen ist. Frau Pentile, ja. Ach, du bist's. Ja. Na, hast du den Hausmeister erwischt, Mädchen? Ja, Chef. Der Hausmeister hat... Ganz ruhig lauter sprechen. Was hat der Hausmeister? Tja, er hat zwischen 1 und 1:45 einen Mann aus dieser Kanzlei kommen sehen. Kann er den Mann beschreiben? Irgendwelche besondere Kennzeichen? Er erinnert sich nur an einen steifen, schwarzen Hut. Der Mann sah aus wie ein gut situierter Herr, etwa 40 bis 50 Jahre. Ach, diese Allerweltsbeschreibung bringt uns auch nicht viel weiter. Hallo? Hier, Packan. Was? Was? Habe ich richtig verstanden? Ventolo ist letzte Nacht ausgebrochen? Das ist ja ein Ding. Da haben Sie ja eine ganz heiße Spur, Herr Kommissar. Nicht unbedingt. Das kann auch bloßer Zufall sein. Zudem passen ein steifer Hut und ein solider Habitus kaum zu Ventolo. Zumal er gerade aus dem Knast entkommen ist. Hoch! Nicht schießen! Alastalo, mein Lieber, ich verhafte Sie auf frischer Tat. Oh, Leumu, hast du mir einen Schrecken eingejagt? Wo kommst du denn plötzlich her, so spät in der Nacht? Aus dem kleinen Zimmer nebenan. Bist du schon lange hier? Ich kam kurz vor dir.
Ich frage mich nur, wie bist du reingekommen? Mit Kallios Schlüsseln. Er hat mir mal Nachschlüssel geliehen, als ich hier mit einem Mädchen übernachtet habe. Ja. Und wie bist du reingekommen? Sag bloß nicht, dass du auch... Nein, ich war leider gezwungen, die Schlüssel gestern Nachmittag aus Kallios Schreibtisch zu stibitzen. Doch bleiben wir erstmal bei dir. Was hast du vorhin auf dem Korridor gesucht? Nichts. Ich habe dort weder was gesucht noch gefunden. Und ich war sicher, dass du es warst, der den dunklen Gang entlang geschlichen ist. Ich habe den Typ verfolgt, aber plötzlich war er verschwunden. Ich bin mit dem Fahrstuhl raufgekommen. Ob auch er hier wollte? Schwer zu sagen. Er oder sie hatte es jedenfalls eilig zu verduften. Doch was trieb dich eigentlich an den Tatort zurück? Wenn ich das nur wüsste. Eine unbestimmte Ahnung, die Hoffnung, weitere Indizien zu finden. Immerhin habe ich jetzt die Akte Ventola. Sie lag in der untersten Schublade, hier am Schreibtisch. Man müsste nur die Zeit haben, sie gründlicher zu studieren. Meinst du, dass dieser Mord ein Racheakt Ventolas war? Ach, unwahrscheinlich. Wo hätte er denn diese Drohbriefe schreiben können? Im Gefängnis etwa? Sieh mal einer an. Da ist ja auch... Ein Foto von Frau Pentile in Kallios Schreibtisch. Sogar mit Widmung. Für Heikki in ewiger Verbundenheit. Das ist ja ein starkes Stück. Frau Pentile und Kallio. Und er hat nie was gesagt. Rechtsanwälte können schweigen, wenn es drauf ankommt. Das erklärt auch, warum Frau Pentile Kallios Tod so getroffen hat. Sie hat keineswegs nur Theater gespielt. Nein, sie war ehrlich erschüttert. Eine andere Frage ist, ob sie auch überrascht war. Du glaubst doch nicht im Ernst, sie selbst hätte Kallio umgebracht. Sie hätte immerhin ein Motiv gehabt. In ewiger Verbundenheit Kallio Lepistö. Das muss sie ganz schön geschafft haben. Aber sie war doch in Tampere. Licht aus! Da ist jemand vor der Tür. Na, den nehmen wir aber gebührend in Empfang. So, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn fest im Griff. Nimm doch mal deine Taschenlampe und leuchte ihm ins Gesicht. Kommissar Packernen, das ist eine Überraschung. Die Ihnen teuer zu stehen kommen könnte. Was haben Sie hier überhaupt zu suchen? Mitten in der Nacht? Fragen Sie lieber, was wir hier gefunden haben. Warten Sie, mach wieder Licht. Hier, bitte. Ein Foto von Frau Pentile. Na, und? Sie könnte doch durchaus als Täterin in Betracht kommen, wenn sie nicht in Tampere war und wenn... Sie war in Tampere. Das ist inzwischen geklärt. Schade. Wir haben das Bild in Kallios Schreibtisch gefunden. Mit dieser Widmung von ihr. Donnerwetter. Die beiden haben was miteinander gehabt? Ein richtiges Dreiecksverhältnis. Zwischen Kallio und den beiden Damen. Und das alles im selben Büro. Was für ein Thema für einen Autor wie dich. Frau Pentile hat sich also nicht verstellt. Sie hatte allen Grund, erschüttert zu sein. Ja, das macht die Sache noch komplizierter. Frau Pentile hatte ein Motiv, aber ein Alibi. Fräulein Lepistö hatte kein Alibi, aber auch keinen Grund, ihren künftigen Ehemann zu töten. Ach, Herr Kommissar, waren Sie schon mal hier heute Nacht? Vor etwa 15 Minuten? Nein, wieso? Leumo hat jemanden rumschleichen sehen. Draußen auf dem Flur. Naja, wer dieser Nachtschleicher auch war. Ich habe ihn nur flüchtig gesehen. Aber er hat einen dunkelblauen oder schwarzen Mantel an. Immer diese Wagenbeobachtungen. Sehen Sie doch gefälligst genauer hin das nächste Mal. Still. Da kommt jemand. Machen Sie das Licht aus. Er kommt näher. Kommt hierher. Nur rein. Hände hoch.
Leimo, Licht! Ja. Das muss ein Irrtum sein. Ja, mein Freund, der Irrtum ist Ihnen unterlaufen, indem Sie zurückgekommen sind. Alastair, durchsuchen Sie nach Waffen. Ja. Eine Waffe hat er nicht. Ja, aber einen steifen schwarzen Hut und einen dunklen Mantel. Kommen Sie, kommen Sie. Ja. Setzen Sie sich. Da. Ja. Ich bin Kommissar Packan. Und nun zu Ihnen. Name? Pentile. Kalervo, Pentile. Pentile? Was, der Ehemann von Kallios Buchhalterin? Ja. Beruf? Schauspieler. Zurzeit arbeitslos. Und warum sind Sie nun zum Mörder geworden? Warum haben Sie den Arbeitgeber Ihrer Frau umgebracht? Was, ich? Ich Kallio umgebracht? Sie sind ja verrückt. So, warum sind Sie dann zum Tatort zurückgekommen? Ich habe meine Frau gesucht und gedacht, Sie könnten vielleicht hier sein. Moment mal. Wie konnten Sie annehmen, dass Ihre Frau hier ist? Sie hatten doch offensichtlich Ihre Schlüssel. Bravo, Alastair. Na, antworten Sie, Herr Pentele. Ich hatte mir Ihren Nachschlüssel ausgeliehen. Ach, diese verdammten Nachschlüssel. Bald hat die ganze Stadt Schlüssel für dieses Büro. Sagen Sie, ja? Haben Sie auch gestern diesen Hut getragen? Ja. Und? Warum waren Sie gestern zwischen 1:15 hier? Leugnen Sie nicht. Man hat Sie gesehen. Ich war hier, weil ich mit Kallio sprechen wollte. Worüber? Über Privatangelegenheiten. Näheres möchte ich lieber nicht sagen. Wenn nicht unbedingt nötig. Na schön. Sie haben also geläutet. Und als Kallio öffnete, dann sind Sie gleich über ihn hergefallen. Ich habe nicht geläutet. Die Tür war nur angelehnt. Ich bin hier reingekommen und habe den Rechtsanwalt tot vorgefunden. Sie haben also den Schrank geöffnet? Nein. Kallio lag tot, auf dem Boden, auf dem Rücken. Schrecklich. Ja, warum haben Sie nicht unverzüglich die Polizei verständigt? Ja, ich gebe zu, das war ein Fehler, aber ich war so geschockt. Ich hatte ja noch nie eine Leiche gesehen, außer auf der Bühne. Ich wollte da nicht hineingezogen werden. Wie beweisen, dass nicht ich es war? Na ja, gute Frage. Ja. Sie haben die Leiche demnach nicht in den Schrank geschafft. Nein, ich bin sofort weggegangen. Sofort oder sind Sie vorher noch in dem Nebenzimmer da gewesen? Meinst du, der Täter hätte sich dort versteckt gehalten? Durchaus möglich. Der Täter hört nach vollbrachter Tat, dass jemand kommt und versteckt sich im Nebenraum. Nachdem Pentile wieder weg ist, schafft er die Leiche in den Schrank und verschwindet. Vorausgesetzt natürlich, dass Herr Pentile die Wahrheit sagt. Naja, richtig. Ich dachte mir schon, dass er ihm auf den Leim kriecht. Also, guter Mann, warum lügen Sie? Ich bleibe bei meiner Aussage. Sie sagten, Sie wollten Kallio in einer Privatangelegenheit sprechen. Betraf das Ihre Frau und den Rechtsanwalt? Das geht Sie nichts an. Alastair, zeigen Sie ihm das Foto, das wir im Schreibtisch von Kallio gefunden haben. Hier. Das Bild meiner Frau besagt überhaupt nichts. Aber die Widmung auf der Rückseite. Die Beziehung zwischen Ihrer Frau und Kallio hat sich offenbar nicht auf das Geschäftliche beschränkt. Ich wusste, dass die beiden ein Verhältnis hatten. Wie lange ging das schon? Ich bin nicht sicher, aber mindestens 3 Jahre. Also jetzt hör dir das an, Alastair. Und wir haben von der Sache keine Ahnung gehabt. Und Sie, was sagen Sie dazu, Pentele? Ob Sie es glauben oder nicht, mich hat diese Affäre ziemlich kalt gelassen, Herr Kommissar. Keine Eifersucht? Keine häuslichen Szenen? Ja, anfangs schon. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles. Wir hatten sowieso vor, uns scheiden zu lassen. Weil Kallio ihre Frau heiraten wollte? Bis vor kurzem, ja, ja. Aber da machte Kallio immer neue Ausflüchte und hat die Angelegenheit hinausgezögert. Am Ende schien er von unserer Scheidung nichts mehr zu halten. Deshalb bin ich ja gestern auch hergekommen. Ich wollte endlich mal hören, ob er meine Frau noch haben will oder nicht. Aber da war es ja leider schon zu spät. Also dann wussten Sie wohl nicht, dass Kallio Fräulein Lepistö heiraten wollte. Was? Kallio und Lepistö? Nee, das wäre allerdings neu. Ja. Ja, das würde ja erklären, warum Kallio nicht mehr wollte, dass wir uns scheiden lassen. Nun, das reicht für heute. Ja. Schließlich ist es gleich 2:30. Morgen ist auch noch ein Tag. Still. Da kommt ja schon wieder jemand. Guten Abend. Frau Pentile. Oder besser gesagt, guten Morgen. Sie an Kallervo. Hier
steckst du also? Ja, die Frage ist, wo du gesteckt hast. Ich habe dich überall gesucht. Bitte setzen Sie sich doch, Frau Pentile. Fehlt nur noch Fräulein Lepiste und Ventola. Lebenslängliche werden doch erst nach 15 Jahren entlassen, oder? Ventola hat sich selbst entlassen. Er ist ausgebrochen. Ach. Ja. Sind Sie öfters unterwegs um diese Zeit? Natürlich nicht. Ich konnte nicht schlafen und da mein Mann nicht zu Hause war, habe ich mich zu einem nächtlichen Spaziergang entschlossen. Als ich sah, dass im Büro noch Licht brannte, bin ich raufgekommen. Der Kommissar verdächtigt mich, Kallio ermordet zu haben. Oh, das ist doch absurd. Na. Mein Mann wäre nie und nimmer fähig, sowas zu tun. Die Polizei muss jeden verdächtigen, der kein Alibi hat. Ihr Mann ist nur einer von vielen. Sag ihm mal, dass das deine Nachschlüssel sind, ja? Die aus dem Küchenschrank. Ja, Herr Kommissar, das sind meine Schlüssel. Und dass ich dir versprochen habe, in einer gewissen Angelegenheit Kallio aufzusuchen. Erinnerst du dich? Auch das stimmt. Ja. Das hat er mir gesagt. Na schön. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt beide wieder gehen. Ich setze jedoch voraus, dass Sie in der Stadt bleiben, Herr Pentele. Ja, ich verstehe. Dann also... Gute Nacht, allerseits. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tja, habt ihr die Veränderung an Frau Pentile wahrgenommen? Sie wirkte richtig munter. Ja. Schwer zu glauben, dass sie ihrem verstorbenen Liebhaber nachtrauert. Sei's drum. Ich für meinen Teil bin müde und bettreif. Ich auch. Komm, Leumo, wir gehen. Okay. Was? Noch einer? Rasch, Licht aus. Suchen Sie den Lichtschalter? Der ist hier. Was soll das? Lassen Sie mich los! Polizei! Widerstand ist nutzlos. Seht mal, wer uns da ins Netz gegangen ist. Sie heißen? Lauri Wattaja. Herr Wattaja, am besten gestehen Sie gleich. Da müsste ich erst mal wissen, was mir vorgeworfen wird. Der Mord an Rechtsanwalt Kallio. Sie sind so gut wie überführt. Nur weil ich hier eine Handtasche abholen soll? Was für eine Handtasche? Die von Fräulein Lepiste. Kommen Sie etwa in Ihrem Auftrag? Erraten. Haben Sie die Handtasche vielleicht gesehen? Eine braune. Dass Fräulein Lepistö sie mitten in der Nacht losschickt, um ihre Handtasche aus dem Büro des Ermordeten zu holen, nehme ich Ihnen nicht ab, nie und nimmer. Kennen Sie überhaupt Fräulein Lepistö? Ich denke schon. Ich bin Ihr Verlobter. Guten Morgen, Alessandro. Wie ich geschlafen habe? Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugemacht. Leumu hat sich noch nicht blicken lassen. Ich bin selbst gerade erst gekommen. Bis später. Bakan hier. Was Neues? Nein, ich bin wieder in Kallios Büro. Bleibt er noch immer bei seiner Story? Natürlich. Hör zu, bring Wattaja hierher. Am Tatort redet er vielleicht. Bis dann. Morgen, Herr Kommissar. Moin. Na, gibt's was Neues? Hat der Verlobte von heute Nacht gestanden? Kein bisschen. Er erzählt immer nur von der Handtasche, die er angeblich für Fräulein Lepiste abholen sollte. Alastalo hat soeben angerufen, nach ihm gefragt. Er ist auf dem Weg hierher. Ah ja. Sie sehen nicht gerade ausgeschlafen aus. Ja. Wir haben Ventola vernommen. Den ganzen Morgen über. Der kam doch tatsächlich heute früh um 6 freiwillig aufs Revier. Was? Ein Mann, der gerade ausgebrochen ist? Da stimmt doch was nicht. Er war recht aufgeräumt und bester Laune. Er hatte von der Ermordung Kallios gehört und das hat ihn in Hochstimmung versetzt. Ah ja. Er wollte sich also rächen.
Und dann ist ihm ein anderer zuvorgekommen. Angeblich wollte er Callio nur eine Abreibung verpassen. Aber er hat ein Alibi. Von 12 bis 2 gestern Mittag war er in einem Nonstop-Kino und einer Kneipe. Sowohl die Kinokassiererin als auch der Wirt haben ihn identifiziert. Mhm. Mit den Drohbriefen sind Sie da weitergekommen? Also wir wissen nur, dass Sie auf einer Olivetti-Maschine getippt worden sind. Und die sind nicht eben rar. Da steht auch eine und da oben auf dem Schrank scheint noch eine zu sein. Das dort, das sieht eher wie ein Tonbandgerät aus. Aber warum steht sowas auf dem Schrank? Ah, da kommt ja unser Verlobter. Setzen Sie sich, Herr Wattaja. Mirtin, hat man Fräulein Lepistö inzwischen gefunden? Noch nicht, Chef, aber die Fahndung läuft auf vollen Touren. Sagen Sie mir unverzüglich Bescheid, wenn ihr sie gefunden habt, kann es wieder gehen. Okay, Chef. Nun zu Ihnen, Herr Wattaja. Wussten Sie von dem Verhältnis zwischen Callio und Fräulein Lepistö, Ihrer Braut? Verhältnismäßig wusste ich Bescheid, ja. Die Antwort ist genauso vage wie Ihr Alibi. Sie haben ausgesagt, dass Sie gestern Mittag zwischen 12 und 2 durch die Stadt gebummelt sind. Hat Sie denn kein Mensch gesehen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich hatte doch gestern noch keine Ahnung davon, dass ich heute Morgen mit etwas Nachprüfbarem aufwarten muss. Aber wenn es der Wahrheitsfindung dient, ich habe kurz vor 13:30 meine Verlobte angerufen. Ja, das könnte stimmen. Um die Zeit hat tatsächlich jemand hier angerufen. Aber laut Fräulein Lepistö hat der Betreffende nicht seinen Namen genannt. Das wird Alassane sein. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Na? Hier geht offenbar alles weiter wie gestern Nacht. Ja, mit wenig ermutigenden Ergebnissen, wenn man davon absieht, dass Vettola sich freiwillig gestellt hat. Er hat aber ein Alibi. Das engt immerhin den Täterkreis weiter ein. Um ihn noch kleiner zu machen, Herr Wattaja, haben Sie gewusst, dass Fräulein Lepistö einen falschen Namen führt? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Die Hölle werde ich Ihnen heiß machen, wenn Sie nicht augenblicklich antworten. Na schön, angesichts dieser ungeheuerlichen Perspektive ziehe ich es vor, mit Ja zu antworten. Der Name Ventola würde recht gut zu ihr passen, finden Sie nicht? Das ist ja ein Hammer. Ist sie Ventolas Frau? Nein, seine Schwester. Stimmt's, Herr Wattaja? Was Sie ohnehin schon wissen, bestätige ich Ihnen gern. Sag mal, wie hast du das rausgefunden, dass sie Ventolas Schwester ist? Sozusagen durch Inspiration. Ihr Gesicht hat mich an Ventola erinnert. Und da habe ich einfach die Probe aufs Exempel gemacht. Kompliment. Sie haben mich sehr geschickt reingelegt. Und da die Katze nun mal aus dem Sack ist, könnten Sie sich weiter entlasten, indem Sie uns den Sinn dieser Tarnung erklären. Um meine Verlobte zu entlasten, will ich Ihnen reinen Wein einschenken. Es stimmt, dass Lisa, alias Lepistö, geborene Ventola, auf Callio nicht gut zu sprechen war. Immerhin hatte er ihren Bruder zur Höchststrafe verknackt. Sie wollte es ihm heimzahlen. Nicht mit Meuchelmord, sondern mit kleiner Münze. Doch dazu brauchte sie einen dunklen Punkt in Callios Vergangenheit, der sich als skandalträchtig ausschlachten ließ. Das Dumme ist nur, sie hat ihn nicht gefunden. Aha. Sie wird deshalb versucht haben, Callio in eine prekäre Situation hineinzumanövrieren. Für einen Polizisten entwickeln sie erstaunlich viel Spürsinn. Unter ihrer ist etwas unterentwickelt. Alastalo ist nämlich Schriftsteller. Jawohl. Das erklärt vieles. Wenn auch noch nicht das Verhältnis zwischen Lisa und Callio. Was soll das Gequatsche? Kommen wir zur Sache. Das hört sich nun endlich wieder nach Polizei an. Also, Lisa brachte Callio so weit, dass er sich hoffnungslos in sie verliebte. Sie konnte ihn um den Finger wickeln. Und Callio brachte ihre Verlobte so weit, dass sie ihn heiraten wollte. Dass er sich das einbildete, war durchaus Lisas Absicht. Nur am Hochzeitstag hätte er ohne Braut dagestanden. Lisa wollte nämlich die Feier platzen lassen. Nicht schlecht, das hätte einen ganz schönen Skandal gegeben. Und es wäre noch nicht einmal Heiratsschwindel gewesen, weil sie von Callio nie Geld erhalten hat, außer ihrem wohlverdienten Monatslohn. Nun, Callio war hart im Nehmen. Er hätte auch diese Geschichte heil überstanden. Da bin ich gar nicht so sicher. Ich auch nicht, Herr Kommissar. Denn Lisa gedachte, nach der brautlosen Hochzeit ihre wahre Identität zu enthüllen.
Dann hätte sich Fräulein Lepistö als Fräulein Ventola entpuppt. Das heißt, Kallio wäre ums Haar der Schwager eines von ihm selbst verurteilten Schwerverbrechers geworden. Aha, zugegeben. Das hätte auch Kallio den Felsen ins Wanken gebracht. Aber Ihre souveräne Rolle als Verlobter in dieser fingierten Liebesgeschichte nehme ich Ihnen nicht ab, mein Lieber. Wieso? Das liegt doch auf der Hand. Ein normaler Mann verlangt bereits vor der Ehe gewisse Gunstbeweise. Das kann Sie kaum kalt gelassen haben, oder? Da haben Sie recht. Ich bin kein Masochist und hatte keinerlei Interesse, Kallio zu irgendwelchen Schäferstündchen zu verhelfen. Und so ein Schäferstündchen vermuteten Sie vergangene Nacht in diesem Büro, als Sie angeblich die Handtasche von Fräulein Ventola hier holen wollten. Genau. Ich wusste ja noch nicht, dass Kallio tot war. Dann hätte ich mir diesen nächtlichen Ausflug erspart. Das klingt plausibel. Ja, ja, ja. Aber was folgt daraus? Vorhin haben Sie gesagt, Herr Watter, ja, Sie wollten mit Ihrer Aussage sich und vor allem Fräulein Ventola entlasten. Das Erste ist Ihnen halbwegs gelungen, aber Ihre Verlobte haben Sie damit nur noch verdächtiger gemacht. Nach Ihren Worten wollte sie sich durch eine brautlose Hochzeit an Kallio rächen. Und wie Alastalo zu Recht vermutet, wird Kallio von ihr gewisse Gunstbeweise verlangt haben, derer sie sich immer schwerer erwehren konnte. Je zudringlicher seine Annäherungsversuche wurden, desto klarer wird ihr deshalb geworden sein, dass sie ihren Plan bis zu dieser Hochzeit nicht durchstehen konnte. Was lag für sie da näher, als einen neuen, diesmal mörderischen Entschluss zu fassen, um den doppelt verhassten Mann loszuwerden? Ich stelle mir den Tatvorgang so vor. Gestern Mittag saß Kallio an seinem Schreibtisch. Fräulein Ventola tritt hinter ihn und schlägt zu mit einem stumpfen Gegenstand. Kallio bricht tot zusammen. Da klingelt das Telefon. Sie nimmt ab und gibt vor, jetzt nicht sprechen zu können. Denn Leumu läutet an der Tür. Eine brenzlige Situation. Die Leiche muss bis zu ihrer endgültigen Beseitigung in ein provisorisches Versteck geschafft werden. Und was tut sie? Was ich jetzt tue? Sie reißt die Schranktür auf. Und? Nein. Fräulein Ventola. Noch eine Leiche. Im selben Schrank. Es ist gut, Leute. Ihr könnt sie vortragen. Mirtin, ja. Du bringst Vater ja zurück aufs Revier. Behalte ihn im Auge. Keine Sorge, Chef. Ich pass schon auf. Ich hab's ja immer gesagt. Theorien sind nur Theorien. Und nach wessen Theorie war es Fräulein Lepistö Ventola, die Kallio umgebracht hat? Ja, ich hab mich geirrt. Das arme Mädchen. Nicht zu glauben. Auf dieselbe Weise ermordet wie er. Mit dem Schlag auf den Hinterkopf. Tja. Ich fürchte, wir brauchen jetzt eine neue Theorie. Wozu? Es bleiben nur noch dieser Vataya und dieser Pentile als Täter übrig. Ich frag mich nur, wann man das Mädchen in den Schrank geschafft hat. Wir waren doch fast die ganze Zeit hier. Wahrscheinlich in der vergangenen Nacht, bevor Leumo hier aufkreuzte. Er hat ja jemanden auf dem Korridor rumschleichen sehen. Auf jeden Fall fiel Kallio einem Racheakt zum Opfer. Das beweisen die Drohbriefe. Aber warum wurde Fräulein Lepistö Ventola ermordet? Wusste sie etwas? War sie eine gefährliche Zeugin, die zum Schweigen gebracht werden sollte? Ich leg den Briefen kein großes Gewicht bei. Es ist doch möglich, dass jemand einen Racheakt nur vortäuschen wollte. Mich interessiert vor allem das Mordmotiv. Was tippen Sie denn da? Ich mache mir nur ein paar Notizen. Für einen neuen Krimi? Naja, an Morden ist ja kein Mangel. Aber an überführten Mördern?
Mir ist Fentilet, dieser arbeitslose Schauspieler, äußerst suspekt. Dem würde es leicht fallen, die Stimme zu verstellen oder eine andere nachzuahmen. Und das würde erklären, warum Callios Stimme so komisch klang, als sie uns gestern hierher gebeten hat. Sie sagen es. Er könnte Callio aus Eifersucht getötet haben. Fräulein Lepiste, ich meine Fräulein Bentola, kam zu früh vom Mittagessen zurück und ertappte diesen Fentilet auf frischer Tat. Er drohte auch ihr mit dem Tod, wenn sie nicht schweigen würde. Und sie versprach es, weil Pentelet ja auch ihren Bruder gerecht hatte. Aber dann traute der Mörder ihr doch nicht und folgte ihr, um die Mitwisserin aus der Welt zu schaffen. Und als sie noch einmal hier ins Büro zurückkehrte, gab es einen Schlag auf den Kopf und ab in den Schrank. Ja, so muss es gewesen sein. Ich bin's, Packan. Sofort ein Haftbefehl für Pentelet. Wegen Mord an Callio und Fräulein Lepisto Ventula. Und nimm ihn gleich fest. Also, meine Herren, das Knäuel beginnt sich zu entwirren. Dabei geht's zwar nicht so dramatisch zu wie in bestimmten Kriminalromanen. Dafür erzielen wir aber handfeste Ergebnisse. Es ging gegen dich, Alastalo. Sie nehmen also an, Herr Kommissar, dass die beiden von einem und demselben Täter umgebracht worden sind. Von wem sonst? Die beiden wurden auf die gleiche Art und Weise ermordet und versteckt. Gerade das macht mich stutzig. Fräulein Lepistö Ventolas Mörder hatte es überhaupt nicht nötig, die Leiche im Schrank zu verstecken. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Man wollte den Anschein erwecken, dass es ein und derselbe Mörder war. Angenommen, das stimmt. Wer waren denn dann die Täter? Mit Namen kann auch ich noch nicht dienen, aber... Packan. Ja. Was ist mit den Drohbriefen? Gut. Das erklärt vieles. Wieder ein Schritt vorwärts. Wir haben die Maschine gefunden, auf der die Briefe geschrieben wurden. Ja? Und zwar? Auf der Maschine, auf der Alastalo gerade schreibt. Auf Callios Schreibmaschine? Na klar. Auf Callios Schreibmaschine. Das passt ja prima. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Was, das passt prima? Als Grundidee für einen neuen Krimi. Kapitel 1, Callios und Fräulein Lepiste Ventolas Tod. Aha. Und das Ende kennst du auch schon? Der Rest ist Erfindung. Wie bist du auf die Geschichte gekommen? Durch das Tonbandgerät auf dem Schrank. Die Frage ist, warum es ausgerechnet dort oben steht. Naja, dafür wirst du schon eine Erklärung finden in deinem neuen Meisterwerk. Ja, zurück zur Realität. Jetzt muss geklärt werden, wer die Briefe geschrieben hat. Wer hatte die Möglichkeit dazu? Die Damen Pentelet und Lepiste Ventula natürlich. Aber auch die Herren Pentelet und Wataya. Wer hatte sonst noch Schlüssel zu dieser Kanzlei? Callio. Witzbold. Was soll der Quatsch? Die Frage ist, wer die Briefe geschrieben hat. Eben. Halt. Du willst doch nicht sagen, also jetzt aber wirklich. Deine Fantasie in Ehren, Alastalo, aber das geht zu weit. Geht es auch. Doch gerade deswegen interessiert mich diese Lösung. Na, was für eine verdammte Lösung. Dass Callio die Briefe selbst geschrieben hat. Richtig. Ich behaupte zwar nicht, dass diese Lösung mit den Realitäten übereinstimmt, aber ich werde sie in meiner Story verwenden. Und ich hatte immer gedacht, dass selbst Krimis ein gewisses Maß an Logik enthalten sollten. Für mich ist es durchaus logisch, dass Callio die Drohbriefe geschrieben hat. Erstens passt das gut zu seinem Charakter, zweitens wurden die Briefe auf seiner Maschine geschrieben und drittens hatte er einen Grund. Da bin ich aber gespannt. Gestern war Callio an der Reihe, sich eine Überraschung einfallen zu lassen. Für mich steht fest, dass es etwas besonders Originelles war, das alle früheren Aktionen in den Schatten stellen sollte. Selbst deine damalige Mordsüberraschung, Leumo. Dir ist es doch immerhin gelungen, uns weiszumachen, du hättest jemanden umlegen lassen. Was musste Callio erfinden, um dich zu übertreffen? Er musste selbst die Leiche spielen. Ja, ja,
was ihm ja auch überzeugend gelungen ist. Na, diese Geschichte nimmt ihn niemand ab, Alastalo. Nur Bekloppte schicken Drohbriefe an sich selbst. In meiner Story schreibt Kallio solche Briefe natürlich auch an seine Freunde. Die erste Version befriedigt ihn nicht, er wirft sie in den Papierkorb und schreibt sie neu. Er will den Brief auf einen gut sichtbaren Platz legen, kommt aber nicht mehr dazu. Er wird vom Tod überrascht, der Brief bleibt in seiner Jacke. Die Anrufe dienen demselben Zweck, sollen seinen Freunden weismachen, dass er in Lebensgefahr schwebt. Um diesen Eindruck zu verstärken, verstellt er seine Stimme. Ja, ja, alles schön und gut. Ich sehe nur nicht den Knalleffekt, die große Überraschung. Die sollte von dem Tonband kommen, das er auf den Schrank gestellt hatte. Du selbst hast vermutet, Kallio hätte sich im Schrank versteckt, um zu hören, was wir hinter seinem Rücken so über ihn reden. Du hast damit gar nicht so Unrecht gehabt, Leumo. Er wollte unsere Unterhaltung aufnehmen, um sie uns dann bei unserer abendlichen Sitzung vorzuspielen. Haben die Herren nun genug geplaudert, damit wir uns wieder ernsteren Fragen zuwenden können? Zum Beispiel, wer hat Kallio erschlagen? Ja. Wie willst du dieses Problem in deinem Krimi lösen? Ganz einfach. Er ist überhaupt nicht getötet worden. Eine quicklebendige Leiche. Papier ist geduldig. Seht euch mal den Fußboden vor dem Schrank an. Hier, an dieser Stelle sieht es so aus, als ob ein Gegenstand auf dem frisch gewachsenen Boden aufgeschlagen wäre. Der Abdruck ist zwar nur schwach, aber doch gut zu erkennen. Und woher stammt der Abdruck? Von Kallios Kopf. Erbarmen. Ist er etwa vom Schrank gefallen? In meinem Krimi ist er es. Er ist vom Bücherregal auf den Schrank geklettert, um das Tonbandgerät in Gang zu setzen. Dabei hat er das Gleichgewicht verloren und ist mit dem Kopf auf dem Fußboden aufgeschlagen. Hm, wonach er sich im Schrank versteckt hat, um die Überraschung komplett zu machen? Nicht ganz. Dabei hat jemand nachgeholfen. Fräulein Lepistö Ventola. Allerdings. Ich habe ihr diese Rolle zugedacht. Es wäre durchaus folgerichtig. Ihr Bruder kommt morgens nach seiner Flucht aus dem Kitchen ins Büro, um seine Schwester zu sehen. Er erzählt ihr, dass er Kallio eine Abreibung verpassen will. Als Fräulein Ventola vom Mittagessen zurückkehrt, findet sie Kallio tot auf dem Fußboden. Und um ihren Bruder zu decken, den sie für den Täter hält, versteckt sie die Leiche im Schrank. Gut. Sehr gut, Alastalo. Damit hättest du den Fall Kallio gelöst. Aber die tote Lepistö Ventola, willst du die in deinem Krimi ganz weglassen? Oh, vielleicht lässt du die auch vom Schrank purzeln. Das wäre nicht die schlechteste Lösung, aber zu simpel. Außerdem muss in einer guten Story ein handfester Mord vorkommen. Ihre Story erscheint mir so theoretisch und trocken, dass jetzt nur noch eine Flasche Bier weiterhelfen kann. Ich schaff's auch so. Na also, dann verrat uns doch endlich, Alastalo, wer ist Lisa Ventolas Mörder? Die Story könnte sich dahin entwickeln, dass jemand Kallios Tod rächen will. Er hat erkannt, dass Lisa Lepistö die Schwester von Ventola ist und vermutet, dass sie es war, die den Rechtsanwalt ermordet hat. Er lockt Fräulein Ventola unter einem Vorwand nachts hierher ins Büro, bringt sie um und schafft die Leiche in den Schrank. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Schrank um Schrank. Es gelingt ihm zu verschwinden, bevor Leumu eintrifft. Und er ist Frau Pentile? Ja. Sie ist der einzige Mensch, der Kallio genügend liebte, um seinen Tod rächen zu wollen. Sie kannte ja nicht den wahren Sachverhalt. Total wirklichkeits- und weltfremd. Ihre Geschichte stimmt doch hinten und vorne nicht, lieber Freund. Meine Geschichte ist durchaus schlüssig, Herr Kommissar. Aber es sind natürlich auch noch andere Kombinationen denkbar. Moment mal. Ja, hallo. Wer? Frau Pentile? Mit Schlaftabletten? Lies mir den Brief vor. Na, damit ist der Fall ja klar. Ich komme sofort. Sie können Ihren Krimi schreiben, Alastalo. Frau Pentele hat sich umgebracht und einen Brief hinterlassen, in dem sie den Mord an Fräulein Lepistö Ventola gesteht. Ich gratuliere, Herr Kommissar. Auch diesen Fall haben Sie in erstaunlich kurzer Zeit aufgeklärt. Das ist halt Berufserfahrung, die zählt. Ja, nicht ganz. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Schrank da in seinem dunklen Innern noch eine Überraschung für Sie birgt, Herr Kommissar. Um Himmels Willen! Lassen Sie bloß den Schrank zu! Aber das ist ja... Ihre wohlverdiente Flasche Bier, Herr Kommissar.
Möchtest du auch eine, Alastalo? Gern, aber ich weigere mich entschieden, mit euch Kallios gesamten Biervorrat wegzuputzen. Sonst gibt's schon wieder Tote. Bierleichen. Ja. Der Schrank. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel des finnischen Autors Tauno Ilosi. Unter der Regie von Oswald Döpke sprachen Cornelia Boje, Charles Wirtz, Bodo